Ja, liebe Freunde, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin die Monika Langenfeld aus Harzheim, ursprünglich aus Berlin, Berliner Jura. Ich singe schon seit einigen Jahren, früher im Karaoke, beziehungsweise früher waren es ja noch Talentwettbewerbe. Und seit 2002 bin ich immer irgendwie unterwegs im Internet und singe da mit vielen Menschen, Duette oder eben halt alleine für mich. Ich bin ja hier gestoßen im Facebook auf viele wunderbare Sänger und auch sehr nette Leute. Und jetzt ja, will unsere Suse auch in diesem Jahr einen musikalischen Adventskalender kreieren. Und hat mich dann dazu auch eingeladen, wenn ich auch nicht so ganz danach aussehe, aber ich bin gesundheitlich nicht gerade so ganz auf der Höhe. Aber sie hat halt den Wunsch gehabt, live einzusingen, beziehungsweise live einen Beitrag einzusetzen. Und um ihr den Gefallen zu tun und auch all meinen anderen Freunden, man sieht sich ja doch ganz gern mal live, nicht immer nur mit irgendwelchen Fotos. Okay, ich habe jetzt hier einen Beitrag für euch zurecht geübt, denke ich mal. Ja, dazu nur kurz was gesagt. Dieses Lied liegt mir besonders am Herzen, weil ich, ja, meine, dass das Weihnachtsfest irgendwie nicht mehr so das Weihnachten ist, wie wir es halt so aus meiner Zeit kennen. Da wurde wirklich Weihnachten als ein Gedenktag zur Geburt Jesu Christi begangen. Und das ist irgendwie in dieser heutigen Zeit leider nicht so ganz mehr der Fall. Es gibt natürlich viele, die noch glauben an Jesus Christus, an Gott und so viel man eben auch weiß, auch in die Kirche gerne gehen, Weihnachten, aber halt eben nur Weihnachten oder eben auch zur Beerdigung. Nicht? Ja gut, kann ja jeder machen, wie er möchte, aber ich finde schon, Weihnachten ist eins der wichtigsten Feiertage, wenn man sie als Feiertage bezeichnen darf, wo man Jesu Christi einen herzinnigsten Dank senden darf, so ganz speziell, was man eigentlich jeden Tag tun sollte. Aber dieser Tag Weihnachten, ja, ist ja nicht nur ein Tag. Wir feiern ihn ja Weihnachten Abend und ersten, zweiten Feiertag. Wir haben die Vorweihnachtszeit. Eigentlich ist es ja ein heidnisches Fest, wenn ich so bedenke, so wird es halt auch genannt, ein Lichterfest, weil eben auch in dieser Zeit immer sehr viel Dunkelheit herrscht, das heißt also die Sonnentage doch recht selten sind und das hat sich dann irgendwann mal so eingebürgert, dass eben auch ein Lichterfest daraus entstanden ist, weil ja, Weihnachten, wenn man die Geschichte richtig zurückverfolgt, ist ja eigentlich das Fest der drei heiligen Dreikönige. Und die waren ja genau an diesem heiligen Abend in der Krippe. Und wenn man sich das mal überlegt, viele feiern Weihnachten am 24. Dezember und auch einige vom 6. zum 7. Januar. Aber auch das ist jedem halt selbst überlassen. Ja, und in diesem Sinne habe ich ein Weihnachtslied mir ausgesucht, was eben diesen heiligen Abend besonders hervorruft. Oh, Holy Night. Und ja, ich schenke euch dieses Lied, was ich so ganz von Herzen euch vorsingen möchte. Thank you.
Ja, und ich wünsche mir, ich wünsche uns allen Frieden auf Erden. Ein liebevolles Miteinander. Eine Zukunft auch für unsere jungen Menschen. Eine Zukunft auch für alle die, die verfolgt werden, die ihre Heimat verlassen mussten, die täglich Angst um ihr Leben, um ihre Existenz, um ihre Kinder, ihre Frauen, ihre Männer, ja ihre Eltern hatten und haben müssen, weil Krieg überall herrscht, Not und Unterdrückung. Ich lege alles mit tiefem Glauben und Vertrauen in die Hände unseres himmlischen Vaters Jesus und auch unserer himmlischen Mutter Maria, glaubend und vertrauend, dass alles gut wird. Es wird kommen, ganz sicher, eine neue Zeit für uns alle. Aber, und das ist wichtig, ich wünsche uns allen die Erkenntnis und die Einsicht, dass wir unsere Einstellung zum Leben und auch zu unseren Brüdern und Schwestern überdenken müssen. Uns auch bewusst werden sollten, dass da, wo wir jetzt stehen, es nie allein geschafft haben können, sondern dass da immer irgendwo und das mit absoluter Sicherheit die Hände des Herrn dazwischen waren. So oder so. Und ich denke, ein Weihnachten, ja, da kann man mal danken, aus ganzem Herzen danken, dass wir letztendlich wirklich nicht ohne etwas dastehen, dass wir ein Bett haben, zu essen haben, vielleicht auch Freunde oder sogar Feinde. Aber diese Feinde helfen uns, letztendlich über uns selbst hinauszuwachsen, zu erstarken und vielleicht auch eines Tages aus der Sicht unserer Feinde gewisse Dinge zu erkennen und zu begreifen, warum sie so gedacht und gefühlt haben. So wollen wir dieses Fest, dieses Jahr 2017 in diesem Sinn Hand in Hand ins neue Jahr auch starten, das sicherlich auch voller Prüfungen sein wird. Aber ihr Lieben, nehmen wir uns an die Hand, glauben wir aneinander, wollen wir wieder beginnen, uns einander zu vertrauen und ja, gemeinsam eine Zukunft zu schaffen für uns und auch unsere Kinder und Enkelkinder. Ich bitte euch von ganzem Herzen darum, alles zu überdenken und abzuwägen und nicht zu urteilen, zu beurteilen, sondern wirklich erstmal ans Eingemachte zu gehen und zu schauen, wo kann ich mich verändern, wo ist mein Beitrag. Ja, liebe Freunde, die Liebe ist die größte Macht im Himmel wie auf Erden. Und das stimmt. Ich habe euch lieb, von ganzem Herzen.